Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier, ein Feierabendbier. Und diese Woche, wie angekündigt, mit dem GB Prime der Glückaufbrauerei. Ja, das normale Pilz hatte ich ja schon mal hier vor ein paar Wochen. Hat, ja, war mir, glaube ich, ein Ticken zu würzig, ein bisschen, ja, nicht ganz nach meinem Geschmack. War zwar nicht schlecht, aber nicht so ganz mein Favorit. Aber hier haben wir mit dem GB Prime, verspricht hier auf der Flasche schon, hopfig schlank. Bin ich mal gespannt. Aber wie immer natürlich erstmal der Text von der Internetpräsenz. Und hier haben wir GB Prime. Für unser GB Prime verwenden wir nur ausgesuchte Zutaten nach dem deutschen Reinheitsgebot. Klares Quellwasser aus dem Erzgebirge und edler Spezialhopfen, kombiniert mit unserer handwerklichen Braukunst, ergeben das Rezept für ein Spitzenbier. Unser Premium-Pilsner mit eleganten Frische in der modernen grünen Flasche, im praktischen Viererträger, als 0,5-Liter-Flasche und im Kasten erhältlich. Schön, dass Sie uns das auch gleich erzählen. Also, dann haben wir noch Stammwürze 11,5% und Alkoholgehalt 4,9 Volumenprozent. Ja, Gebinde und so weiter interessiert uns weniger. Kommen wir zur Flasche. Also, wie gesagt, hier vorne steht schon drauf, hopfig schlank. Das spricht mich schon mal sehr an. Dann hier oben nochmal schön der Schriftzug. Könnt ihr jetzt nochmal vielleicht in der Kamera sehen, wenn sie es scharf stellt. Das Leben ist schön. Das finde ich auch. Also, GB Prime, Premium Pilsner. Nach dem deutschen Reinheitsgebot, bla bla bla. Rückseite, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Spezialhopfen, nicht vergessen. Ja, Glückaufbrauerei aus Gersdorf. Ja, Bier nach Pilsner Brauart, hopfig schlank. Das war's, soweit die Infos zum Bier vorab. Wir machen's auf. Der Plopp muss sein. Jawohl. Und dann rein ins Glas. Das will gar nicht so recht schäumen, habe ich den Eindruck. Gut, das ist schon ein bisschen mehr als Eigenstrich jetzt. Ja, also der Schaum scheint sich auch schon recht schnell zu verabschieden. Hält sich also nicht sehr lange. Von der Farbe her, schönes Goldgelb. Nur wenige Bläschen steigen hier auf. Muss hier jetzt nichts heißen, aber im ersten Moment sieht das erstmal ein bisschen. Ja, betrübt das einen so ein bisschen, habe ich den. Also für mich jetzt jedenfalls. Ansonsten sehr helles, ja, leicht goldig-gelb. Also wirkt schon etwas dünn. Mal gucken. Vom Geruch her. Also es riecht schon deutlich, deutlich hopfiger. Ansonsten kann man auch nur so ganz dezent, wie ich den typischen süßlich-blumigen Pilzgeruch wahrnehmen. Ansonsten vom Geruch her nicht viel feststellbar. Probieren wir einfach. Prost! Also definitiv. Also sehr hopfig. Gefällt mir gut. Ihr wisst das, ich mag das so ein bisschen herber. Und durch dieses, ja, hopfig schlank, also schlank definitiv, da kommt nicht viel nach. Also wirklich hauptsächlich dieses hopfige, diese Hopfenherbe, die da irgendwie kreiert wird. Alles andere ist sehr, sehr dezent. Leichte Würze drin. Wirklich nur sehr leicht, sehr, sehr schlank. Fast dünn, muss man sagen. Mir fehlt auch, muss ich sagen, so ein bisschen die Kohlensäure. Also ihr seht das, Bläschen steigen hier kaum auf, warum auch immer. Schaum wollte ja auch nicht so wirklich entstehen. Sehr schade. Aber ansonsten geschmacklich kommt mir schon sehr entgegen. Schmeckt eher wie ein, ich muss mal sagen, nordisches Bier. Bisschen hopfenlastiger, ein bisschen herber. Aber da fehlt noch so ein bisschen hintenrum. Also so reicht das noch nicht für einen Spitzenplatz bei mir. Aber für meinen Geschmack solides Bier, wirklich sehr schlank, frisch. Denke ich, kann man sehr gut trinken, auch mehr davon. Also es ist nicht zu herb,
also weit, weit weg von Jever, aber dennoch wirklich lecker eigentlich. Könnt ihr gut trinken, ich denke auch ein paar mehr davon. Meinem Geschmack kommt das schon eher entgegen. Aber wie gesagt, hintenrum fehlt noch so ein bisschen was. Es ist nicht ganz so rund, das Paket. Deswegen würde ich sagen, solides Bier, vielleicht ein bisschen dünn. Und wenn das noch ein bisschen besser wäre, wäre es wahrscheinlich weiter vorne bei mir. So ist es im oberen Mittelfeld zu finden bei mir. Muss ich jetzt erstmal so festhalten. Ja, gut. Das war's Bier um 4 für diese Woche mit dem GB Prime der Glückaufbrauerei. Hat mir wie gesagt besser geschmeckt, auch wieder besser als das normale Pils der Glückaufbrauerei. Auch wenn das schon kein schlechtes war, dieses kam mir dann doch geschmacklich ein bisschen mehr entgegen. Und nächste Woche nehme ich mir das Greizer Schlosspils vor. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich hoffe natürlich auch, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn es so ist, gebt doch ein Däumchen drauf, da freue ich mich drüber. Und dann bis nächste Woche zum Bier um 4. Bis dahin, noch ein schönes Wochenende und macht's gut!